Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Heute habe ich eine Meditation vorbereitet, in der es darum geht, wie man sich am besten auf Veränderung einstellt, beziehungsweise wie du es schaffst, mit Veränderung gut umgehen zu können. Ich habe ganz viele Klienten bei mir in der Praxis, denen das irrsinnig schwer fällt. Also sobald eine Veränderung kommt, dass die Ängste haben, alte Dinge loszulassen oder aus alten Glaubensmustern auszusteigen und die sich da ganz schwer tun, dass man sagt, jetzt kommt mal was Neues. Und in dieser Übung wollen wir schauen, dass wir diese Blockaden lösen können. Denn letzten Endes ist es ja von der Energie so, ich erwähne es immer wieder, Energie soll ja fließen. Das heißt, das Leben soll ja fließen. Das Leben mag weder Statik noch Kopien. Das heißt, wenn etwas schon da gewesen ist und man kopiert es, dann fehlt da irgendwas, dann ist da irgendwas Lebloses dran und wird auch nicht so erfolgreich sein. Erfolgreich im Sinn von zufriedenstellend, glücksbringend sein. Und wenn man sagt, okay, man hält etwas statisch und es rührt sich etwas nicht, dass ich Sicherheit eben zum Beispiel in materiellen Dingen bekomme, dass ich sage, das ist das Haus und das gibt mir Sicherheit oder das ist diese eine Beziehung, die mir Sicherheit gibt oder so ist meine Beziehung eben, auch dann geht das Leben relativ schnell verloren. Man kann sich das so vorstellen, wenn du eine Beziehung hast und du lernst wen kennen und sagst, okay, du bist verliebt, du bist offen, du hast die rosarote Brille und irgendwann setzt du die rosarote Brille ab und dann entzaubert sich so das Gegenüber. Und irgendwann schleichen sich dann so Themen ein, Verletzungen, die du immer wieder auf den anderen raufprojizierst. Zum Beispiel, immer nörgelst du an mir rum. Also sobald so etwas reinkommt, so ein Thema wie immer nörgelst du an mir rum oder was du schon wieder hast. Also man reagiert eigentlich mehr auf die vergangenen gespeicherten Bilder als auf den gegenwärtigen Partner. Und das führt natürlich auf Dauer zu noch mehr Konflikten, zu noch mehr Reibereien. Deshalb meine Empfehlung, man sollte immer lebendig bleiben, auch in einer Beziehung und sich wieder neu beziehen. Und so ist es eigentlich auch mit dem Leben. Du solltest immer wieder eine neue Beziehung zu deinem Leben finden, eine neue Beziehung zu deinem Körper, eine neue Beziehung zu deinen Ideen, vielleicht auch neue Inputs, kreativ bleiben, offen bleiben. Und dann wird dir das Leben auch spielerischer fallen, weil du reicher wirst. Das heißt, wenn etwas wegfällt, dann hast du noch so viele andere Sachen übrig, dass das eine gar nicht so schmerzhaft ist. Also grundsätzlich bist du, wenn du offener bist und bereiter bist, dich einzustellen auf Neues, auch krisenresistenter. Und diese Resilienz ist eigentlich ein wesentlicher Bestandteil. Und gerade in diesen aufgewühlten Zeiten, die wir jetzt durchleben, wo man sich eigentlich auf nichts mehr verlassen kann, ist so eine Übung ganz wichtig. Also wollen wir jetzt gemeinsam uns zurücklehnen und mal diese Meditation der Veränderung annehmen und auch, wie wir am besten damit umgehen. Und du brauchst da jetzt übrigens noch am Rande keinen Stress zu haben. Es geht jetzt nicht darum, dass du etwas loslassen musst oder etwas lösen musst. Also setz dich nicht in den Druck, du musst jetzt was weggehen, sondern es geht einfach nur um eine Grundenergie. Wie gehe ich in Zukunft mit Veränderungen um? Okay, dann setz oder leg dich mal entspannt hin. Und schließe deine Augen. Nimm einen tiefen Atemzug und atme wieder aus. Ein und wieder aus. Und du spürst schon, dass das Einatmen und das Ausatmen ein Rhythmus ist. Mit jedem Einatmen schuldest du dem Leben ein Ausatmen.
Du kannst den Atem nicht zurückhalten oder ansammeln. Der Atem fließt ganz selbstverständlich in dich ein und wieder aus dir heraus. Ein Empfangen und ein Abgeben. Ein Empfangen und ein Abgeben. Und während du dich jetzt mehr und mehr auf deinen Atem konzentrierst, entspannst du dich und bedankst dich bei deinem Körper, der ganz selbstverständlich für dich funktioniert. Und vielleicht hat auch dein Körper Eindrücke, Erlebnisse gespeichert, die wieder abfließen sollten. Und so beginnt jetzt, während du diese Meditation machst, eine tiefe Reinigung deines physischen Körpers. Schocks, Unfälle, gespeicherter Stress lösen sich aus deinem Muskelgewebe, deinem Bewegungsapparat. Und auch dein Nervensystem, die Lymphbahnen, die Blutgefäße, Blutbahnen werden jetzt gereinigt und entspannen sich. Dein gesamter Körper ist nun in einem Prozess der Transformation und der Reinigung. Während du spürst, dass du dich mehr und mehr entspannst, dass dein Körper weiter und freier wird, erinnere dich zurück, wie du in der Vergangenheit Verlust oder Veränderung erlebt hast. Hast du freiwillig Dinge aufgegeben und gelöst? Oder hattest du das Gefühl, dass dir durch einen Schicksalsschlag Dinge genommen wurden? Hast du versucht, verzweifelt an Vergangenem festzuhalten? Oder war es für dich leichter und nicht so schwer, wenn du einen Verlust erlitten hast? Egal wie du Veränderungen erlebt hast, ob sehr schmerzhaft, erschütternd plötzlich oder eher angenehm und erlösend, all diese Erinnerungen werden jetzt von einem weißen Licht gereinigt. Dieses weiße Licht ist das Licht des Neuanfangs, des Neubeginns. Und in diesem Licht spürst du, dass sich alte, gespeicherte Eindrücke jetzt lösen. Du spürst eine tiefe Klarheit, eine tiefe Reinigung.
Und in dieser entspannten Frequenz, in dieser Hingabe, in diesem tiefen Frieden wirst du nun an einen Punkt in deinem Inneren geführt, in dem eine unendliche Weisheit gespeichert ist. Uraltes Wissen gespeichert ist. Ein Wissen um das Wesen allen Seins. Und während du in diesen hellen, wundervollen Raum gehst, spürst du schon, dass in dir eine Gelöstheit und eine heitere Neugier aufflammt und gleichzeitig ein unendliches Vertrauen in alles, was ist. Du spürst jetzt diese Leichtigkeit. Du spürst diese Freude. Und du erlaubst dir jetzt an diesen Weisheitspunkt, diesen Wissenspunkt anzukommen und dort zur Ruhe zu kommen. Du bist heute in dieses Zentrum gegangen, um etwas über das Wesen der Veränderung kennenzulernen. Du erlebst jetzt zuerst mal die Aspekte, die dir etwas als unveränderlich und ewig verkaufen wollen. Und da gehört natürlich der Verstand dazu, der all diese Regeln gespeichert hat, die du in der Schule gelernt hast, der annimmt, zu wissen, wie das Leben funktioniert. Und dieser Verstand, und das spürst du jetzt, dieser Verstand ist nur ein Schatten seiner Zeit. Und du spürst das deshalb, weil du an diesem innersten Punkt ein Bild davon bekommst, dass dein Verstand schon über ganz viele Zeiten immer wieder geglaubt hat, den richtigen Eindruck zu haben. Vielleicht warst du mal auf einem anderen Planeten. Vielleicht warst du mal ein Wikinger. Vielleicht warst du schon in der Zukunft, vielleicht warst du in der Steinzeit, doch immer hat dein Verstand absolute Bilder und Eindrücke gespeichert und gesagt, so ist diese Welt, so ist dieses Leben. Und auch in deinem gegenwärtigen Leben hat dein Verstand seinen Schatten über das Wesentliche gelegt. Und dieser Schatten wird nun transformiert. Und du erkennst, dass dein Verstand nicht böse ist oder negativ, sondern einfach nur, dass er die Angewohnheit hat, Sachen zu verfestigen,
Dinge aufzustellen und Dinge festhalten zu wollen. Und mit dieser Erkenntnis löst sich jetzt der Schatten deines Verstandes und du erlaubst dir, dass dein Verstand einem höheren Licht, einem höheren Ziel zugewendet wird, nämlich der ewigen Inspiration aus der unendlichen Quelle des Seins. Ich befehle jetzt, dass mein Verstand sich der ewigen Inspiration und der unendlichen Quelle allen Seins zuwendet und von dort inspiriert wird. Und mit dieser leichten, kleinen Korrektur spürst du das große Brocken aus deinem Leben wegfallen. Große Pfeiler, die du für ewig gehalten hast, die du als ewige Begleiter angenommen hast, fallen jetzt ab und dein Verstand öffnet sich jetzt den ewigen Quellen zu, den Quellen der göttlichen Inspiration. Und du atmest einmal tief ein und wieder aus und du spürst, wie du freier, klarer und flexibler wirst. Alle inneren Schranken fallen jetzt von dir ab und du erlebst dich als ein unendliches Wesen. Und du spürst, dass in deiner Unendlichkeit alles enthalten ist. Jeder Freund, jedes Familienmitglied, alles, was du im Außen kennst, die ganze Welt ist da enthalten. Und auch einige Schatten. Und diese Schatten in dir sind gefangene Bilder, gefangene Eindrücke von Menschen oder Orten, die du gespeichert hast. Du kannst diese Schatten auch als Karma bezeichnen, wenn du das möchtest. Diese Relikte eines Eindrucks, die immer noch wirksam sind. Aber jetzt ist es an der Zeit, dass auch diese Schatten sich lösen und dass du mit deiner ganzen Bewusstheit 100%ig dein Innerstes, deine innere Freiheit, deinen inneren Wandel vollziehen kannst. All diese Schatten, all diese Schattenbilder entleeren sich jetzt aus deinem Inneren, aus deiner Unendlichkeit. Und du spürst, dass jeder Schatten noch mehr Raum in dir freigibt, dass du dich immer weiter und weiter entfalten kannst. Du spürst, dass du innerlich zu leuchten beginnst, dass ein ewiges Licht in dir aufsteigt und dieses Licht sich ganz in dir ausbreitet.
Du spürst nun, dass alles um dich in Bewegung ist. Vielleicht merkst du auch, wie sich der Raum um dich verändert, wie sich die Welt weiter dreht. Aber du spürst auch, dass in deinem Wesen, in deinem Zentrum Ewigkeit ist. Und diese Ewigkeit steht der Welt des Wandels gegenüber, der Welt der Verkettungen, der Einengungen. Und du spürst jetzt, dass du in deiner Unendlichkeit ein Teil dieser sich wandelnden Welt bist. Aber du bist nicht in dieser Welt. Du nimmst an dieser Welt teil. Es ist wie ein Theaterstück, in das du gehst, wo du vielleicht mit den Charakteren mitfieberst oder dich besonders einfühlen kannst. Aber du bist nicht Teil der Geschichte. Du nimmst sie nur wahr. Und in diesem Bewusstsein spürst du jetzt, dass du unendlich geliebt bist und dass jegliche Veränderung unvermeidbar ist, aber nicht persönlich gemeint ist gegen dich und dich auch nicht unter Druck setzen soll, sondern du spürst, dass die Veränderung unvermeidlich ist, aber mit deinem inneren Licht und der Verbindung mit deiner inneren Inspiration spürst du auch, dass diese Veränderung unglaublich bereichernd ist, unendlich wertvoll und dass sie Teil des ewigen Kreislaufs ist, der sich hier auf Erden abspielt. Du bist Teil der Unendlichkeit und du nimmst am Wandel teil. Aber du spürst, dass du nun die Wahl hast, dein Licht der Unendlichkeit in die Welt des Wandels zu tragen. Und du atmest dein unendliches Licht jetzt dreimal tief ein. Und wieder aus. Und du spürst, dass du immer weiter wirst, immer freier. Und dass du dich entscheidest, ganz in deiner Unendlichkeit zu sein. Und nun lösen wir in einem allerletzten Schritt alle Blockaden, alle Behinderungen, die in dir noch glauben, dass diese Veränderung nicht aus der reinen Selbenliebe entspringt, aus der du entsprungen bist. Die Veränderung entspringt aus unendlicher Liebe. Der Wandel ist Liebe. Und alle Vorurteile, alle Meinungen, die du gespeichert hast, alle deine Eindrücke, die womöglich das Gegenteil behaupten, fallen jetzt ab und du erkennst in diesem Wandel um dich herum,
auch die Schöpfung des einen Lichts, das auch dich geschaffen hat. Und mit dieser Einheit fließt der Wandel auch in dich. Mit dieser Einheit spürst du, dass du Teil bist eines unendlichen Kreislaufs, aber diese Unendlichkeit ist aus Liebe entsprungen und deshalb bist du Teil der unendlichen Liebe. Atme noch einmal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus und spür jetzt noch mal nach, spür, dass du absolut im Fluss bist und absolut beweglich bist, dass du ganz klar mit jeglicher Veränderung umgehen kannst. Und dann bedanke dich bei deiner inneren Weisheit, bei allen geistigen Helfern und Führern, die dich heute unterstützt haben. Und erlaube dir genau in deinem Tempo, ins Hier und Jetzt, in deine Alltagsrealität, in dein Alltagsbewusstsein zurückzukommen. Beweg mal deinen Körper, streck dich durch. Und komm dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Fühl nochmal nach. Und wenn du das Gefühl hast, ganz im Hier und Jetzt angekommen zu sein, dann öffnest du deine Augen und kannst dich an alles erinnern, was während dieser Reise geschehen ist. Und du wirst jetzt merken, dass es dir leichter fällt, wenn sich etwas verändert, dass du da ganz gut damit umgehen kannst. Und du kannst diese Übung natürlich wiederholen und so oft machen, wie du möchtest. Wenn dir die Meditation gefallen hat, schreib es mir in den Kommentaren oder lass mir einen Daumen da, abonniere den Kanal, da wäre mir sehr geholfen. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und bis dahin eine gute Zeit, alles Gute, dein Oliver Erini, medialer Energetiker, Energetik, die wirkt. Tschüss.